Plack? Tick, 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 tack. Es ist Zeit zu verschwinden. Ja, ich wollte gerade raus und Hilfe holen. Du bist wundervoll. Ich meine, du bist so mutig. Ladybug wird kommen. Ja, und Cat Noir auch. Entschuldigung. Der Fahrstuhl funktioniert nicht. Wir kommen nicht raus. Ich bin mir sicher, Cat Noir wird uns retten. Ja, oder Ladybug. Mit Adrien, Zwinker-Smiley. Wie tust du jetzt das, was du tun musst? Ich habe einen Plan, aber ich muss kurz allein sein. Das ist das Notfallhandy der Hüterin. Wer ist da dran? Ich habe die Feuerwehr angerufen. Hallo, Feuerwehr? Wir sitzen in einem Fahrstuhl im Turm Montparnasse fest. Alles klar, wir düsen los. Oh, nein, nein, nicht herfliegen, denn Helikopter sind schlecht für die Umwelt. Vielleicht kommen Sie lieber auf einem Pferd geritten. Verstanden, Feuerwehr? Auf einem Pferd geritten. Pferd? Sie meint dich, Kalki. Ich bin kein Pferd, ich bin ein edles Ross. Ich war der treue Gefährte der glorreichsten Helden. Möglicherweise meinte sie ja Fluff. Natürlich. Ganz früher hatten Pferde und Hasen einen gemeinsamen Vorfahren. Reisen wir zurück in die prähistorische Zeit. Nein, nein, keine prähistorische Zeit. Hallo? 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 Sie ist in Schwierigkeiten. Was sollen wir tun? Wir bleiben ruhig. Sie ruft wieder an. Ich muss dir etwas sagen. Es ist nur Adrien, zusammen mit einer Klassenkameradin. Sie steht nicht auf unserer Liste. In dem Fahrstuhl ist niemand, Style Queen. Was wolltest du mir sagen? Gar nichts. Und du? Nur, dass ich mich gefragt habe, was das für ein Augending war. Weiß nicht, aber verstecken wir uns weiter. Ich schreibe Alia, ob sie Hilfe rufen kann. Alles ist gut. Ladybug hat mich geschickt, um euch herauszuholen, bevor ich ihr helfe, Style Queen zu besiegen. Kalki? Voyage! Du zuerst! Wow, Marinette, das war eine tolle Idee. Danke. Tiki, verwandle mich! Gut gemacht. Das war vielleicht eine Mission, oder, Kalki? Und wir haben sie mit Bravour gemeistert. Nur damit ich's weiß, wie oft hast du deine Kraft benutzt? Naja, ein paar Mal habe ich sie schon eingesetzt. Die ganzen Teleportationen haben sicher viele Katastrophen ausgelöst. Wir dürfen keine Zeit